Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte von natürlich mal wieder. Und unser ist gestorben, spielt natürlich am morgigen Sonntag, wann denn auch sonst, auswärts beim SCR Alltag in Vorarlberg. Und man muss aber sagen, das Spiel ist schon fast so ein bisschen in den Hintergrund in dieser Woche geraten, einfach weil sich am Transfermarkt wirklich so viel getan hat bei unseren Schwarz-Weißen, also in erster Linie bei den Abgängen, denn es sind schon zwei Spieler von Bord in dieser Woche gegangen. Das Transferfenster in Österreich, das schließt ja am Montag um 18 Uhr und bis dahin wird, glaube ich, auch noch auf der Habenseite, also sprich, dass wir transfertechnisch etwas machen, auch noch was passieren, aber ja, da haben sich bei uns die Ereignisse und die Gerüchte wirklich schon überschlagen, also jeden Tag was Neues zu lesen, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Wir versuchen es trotzdem ein bisschen zusammenzufassen und fangen natürlich an mit dem klingendsten Abgang aus schwarz-weißer Sicht. Dario Marisic, das Eigengewächs, verlässt den SK Sturm nämlich oder verließ den SK Sturm schon vor einigen Tagen in Richtung Ligue 1 in Frankreich. Also der wechselt zu Stade Reims, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, dem französischen Erstligisten und erhält dort einen 5-Jahres-Vertrag für Sturm. Dieser Transfer auch nicht ganz von schlechten Eltern, denn der bringt immerhin ja gute 3 Millionen in die Vereinskasse. Kolportiert ist natürlich worden, dass Sturm da eher ja vielleicht so 2 Millionen herum wirklich kassiert hat. Marisic hat sicher selber auch einen Teil davon bekommen. Aber wenn man die Ausgangslage jetzt hernimmt, dann ist es auf jeden Fall trotzdem ein ordentliches Geschäft in der Relation für Sturm, weil man ja sagen muss, der Vertrag von Marisic wäre ja ausgelaufen. Er hätte eigentlich schon im letzten Sommer, wenn er gewollt hätte, wohl ablösefrei Sturm verlassen können, hat seinen Vertrag dann nochmal verlängert. Und ja, ich würde sagen, in diesem Falle ist es wirklich mal eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Reus bekommt einen guten, jungen, hungrigen Spieler, der U21-Teamspieler übrigens auch noch ist. Und bei Sturm klingelt die Kasse wenigstens ein bisschen. Also wenn man Marisic Marktwert laut transfermarkt.at daher nimmt, das sind knapp 3 Mille, dann hat man da nicht mal großartig ein Minusgeschäft gemacht. Also das ist, glaube ich, schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er wäre damit auch der zweiteuerste Abgang der Vereinsgeschichte zusammen mit Uros Matic. Also von dem her, ja, würde ich sagen, hat Sturm da nicht viel falsch gemacht in dem Moment. Der nächste, der uns verlassen hat, ist übrigens Markus Lackner. Der wechselt gleichweise von Sturm zu seinem Ex-Club zurück, zur Admira. Hat bei Sturm ja nicht wirklich eine Rolle gespielt, auch wenn er zuletzt gegen Wartens einen Kurzeinsatz mal wieder verbuchen durfte. Aber ja, auch da ist der Abgang wenig überraschend gewesen. Bei Marisic beispielsweise war es ja auch keine richtige Sensation. Der war schon lange in der deutschen Bundesliga unter anderem im Gespräch. Aber Marisic hat auch in dieser Saison noch nicht viele Einsätze gehabt, also einen Kurzeinsatz bis jetzt bei Sturm, aber eben auch dem geschuldet, dass die Vertragsverhandlungen oder die Verhandlungen eben, glaube ich, da schon gar nicht mal so unweit fortgeschritten waren. Also da wollte man kein Risiko eingehen, dass sich der Spieler da vielleicht nochmal verletzt, und von dem her ja eine logische Konsequenz. Und natürlich, genau, ein ganz großes Dankeschön an den Dario. Also ich glaube, da kann sich schon der ein oder andere Spieler in dieser Richtung wirklich eine Scheibe abschneiden, dass er zumindest wirklich auch da eingelenkt hat, dass Sturm auch was von diesem Transfer nochmal hat. Und ja, ich glaube, so sollte im Endeffekt das Ganze sein, eben eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für Spieler und für die Vereine. Also, wie gesagt, dann eben Markus Lackner, der hat Sturm auch verlassen, war ja defensives Mittelfeld und Innenverteidiger von den Positionen, die er spielen konnte bei uns. Und da könnte natürlich jetzt auch dementsprechend etwas noch passieren bei den Blackies. Natürlich, in der Innenverteidigung muss man oder müsste man vielleicht jetzt nicht auf Teufel komm raus was machen, wenn man da als Verein ein bisschen mutiger wäre. Da könnte man den jungen Ferg beispielsweise eine Chance geben, ist ja Kapitän bei den Amateuren und zeigt, glaube ich, schon vielversprechend Leistungen dort. Natürlich, klar, zwischen Amateurbereich und Kampfmannschaft, das ist dann schon ein Unterschied, aber trotzdem, bei Marisic war es ja eigentlich damals auch nichts anderes. Der ist ja mit zarten 17 Jahren zu seinem Debüt gekommen bei Sturm, und man muss sagen, auch nur deswegen, weil damals sehr viel Verletzungspech in Graz vorgefallen ist. Und ja, eben die Konkurrenz dann ausgefallen ist, und Marisic hat seine Chance dann auch genutzt, und ja, der Rest ist jetzt Geschichte. Also, und warum sollte das denn nicht wieder so funktionieren? Denn wie gesagt, ich habe schon mehrfach erwähnt, ein Verein wie Sturm, der ist einfach auf das Geld von Transferlösen, denke ich, angewiesen, und sollte diesen Weg auch weiterhin forcieren.
Auf jeden Fall gibt es aber, wie gesagt, trotzdem genug Namen, die in Graz die Runde schon gemacht haben. Zunächst mal wäre auf der Linksverteidigerposition natürlich auch noch Handlungsbedarf, würde ich sagen. Da hat man mit Schrammel nur einen richtigen Linksverteidiger im Kader. Klar, ein Fabian Koch oder ein Stefan Hierländer könnten die Position notfalls auch bekleiden, wären jetzt aber nicht meine Wunschlösungen. Aus ja einer Rückkehr von Gideon Mensa oder einer erneuten Mensa-Leihe von Salzburg ist ja nichts geworden. Der hat seine Zelte jetzt in Belgien bei Sulte Waregem eben in der höchsten belgischen Spielklasse aufgeschlagen. Auch leihweise war für Sturm wohl nicht zu stemmen. Und ehrlich gesagt, ja, wieder nur Ausleihen ohne Kaufoption hätte ich jetzt auch nicht so toll gefunden, aus den bekannten Gründen. Also wie gesagt, da könnte links hinten was passieren in der Innenverteidigung. Kennedy Boateng ist da so ein Name, der mir da im Kopf herumschwirrt, wo es aber ja ein bisschen schwierig sein soll. Aber vielleicht wäre das noch ein Thema. Der gehört ja, glaube ich, noch dem Last. Und ansonsten hört man aber auch, dass in der Offensive noch was passieren könnte. Also bei den Abgängen ist Hosiner natürlich immer wieder ein Thema. Hat ja nicht wirklich mehr eine Zukunft bei Sturm, wie es aussieht. Da war schon ein israelischer Club im Gespräch. Ob da nochmal was draus wird, keine Ahnung. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Hosiner uns zumindest bis zum Winter erhalten bleibt. Keine Ahnung, ob das jetzt die sinnvollste Lösung für alle Seiten ist. Bei Hosiner verstehe ich es. Der verdient bei Sturm wohl ganz gut, aber... Ja, aus sportlicher Sicht bringt es, glaube ich, keiner Partei so richtig was. Aber da kann man ja einfach nur abwarten, vielleicht ergibt sich da ja trotzdem was. Ein Name, den man jetzt auch öfters in Graz hört, ist ein Bulgare, Kirill Despodov, ein 23-jähriger bulgarischer rechter Außenflügel, der angeblich auch an der Mur ein Thema sein soll, allerdings nicht für eine Fixverpflichtung, sondern wenn, dann nur für eine Leihe. Der war unter El Maestro bei ZSKA Sofia schon aktiv, hat sich dort sehr gut gemacht, wechselte dann im Sommer für 3,5 Millionen zu Cagliari Calcio in die Serie A, hat dort nach einem halben Jahr, glaube ich, gerade mal so 3 oder 4 Einsätze zu Buche stehen und soll jetzt eben wieder woanders Spielpraxis sammeln. Und da ist eben der Name Sturm klar im Gespräch. El Maestro kennt den Spieler. Ich persönlich würde sagen, der verstärkt uns, wenn er kommen sollte, sicher. Also das glaube ich schon, aber wieder nur kurzfristig. Also bei einer Ablösung von 3,5 Mille wird Sturm da nie und nimmer nur ansatzweise mithalten können, wenn wir ehrlich sind. Also von dem her wäre es nur eine kurzfristige Verstärkung. Klar, auf der einen Seite vielleicht noch irgendwo nachzuvollziehen, weil ja gerade auf den Flügeln oft jetzt Spieler ausfallen, aber da würde ich persönlich dann wieder sagen, lieber einem Jungen, einem Wilfried Amor da die Chance geben, und ihm da wirklich das Vertrauen schenken. Zum einen kommt es bei den Fans natürlich ganz anders an und auch die Toleranz ist einfach ein bisschen höhere, würde ich sagen, wenn da ein junger Spieler ja vielleicht dann nicht so hundertprozentig die Leistung mal bringen kann, als wenn das jetzt okay ein gestandener Spieler wäre, gerade ja, ein Legionär, den du von woanders holst, wo du weißt, der ist bei der ersten Gelegenheit dann wieder weg oder definitiv weg, wenn es eben eine Leihe ohne Kaufoption ist, weil die Ablöse eben so gut wie nie leistbar ist bei uns. Und ja, deswegen sind das Überlegungen, wo man ja schon zweimal hingucken muss, was man da wirklich macht beim SK Sturm Graz. Vielleicht noch kurz an der Stelle, bevor das Ganze nur in Richtung Transfers geht, natürlich noch zum Spiel gegen Altach. Da sieht es personell übrigens bei den Blackies insgesamt okay aus, aber man hat wieder in der Offensive eben den ein oder anderen Ausfall zu verkraften. Röcher sowieso noch immer nicht einsatzbereit. Jakob Janscher, der ja schon gegen Buttons recht kurzfristig ausgefallen ist im letzten Heimspiel. Und auch Philipp Husbeck, hinter dem steht auch ein großes Fragezeichen. Da sieht es anscheinend auch eher danach aus, dass Husbeck nicht dabei ist. Da wäre beispielsweise dann eben Wilfried Amoa ja vielleicht ein heißes Thema für den Kader zumindest. Also, und auch die Bilanz gegen Altach, die sieht eigentlich sehr, sehr gut aus schwarz-weißer Sicht. 15 Spiele zuletzt und nie verloren. Also, in Vorarlberg hängen da die Trauben laut Statistik nicht ganz so hoch im Verhältnis. Aber klar, also man braucht da nicht mit irgendeiner Larifari-Einstellung reingehen. Es wäre natürlich wahnsinnig wichtig, in Altach den Dreier einzufahren. Denn klar, in der Tabelle, da wird es dann schon sehr, sehr gut aussehen. Also man kann sich zumindest an der Spitze weiter festhalten. Sturm aktuell ja Vierter nach 5 gespielten Partien und die Altacher eher so im unteren Tabellendrittel da anzutreffen. Aber trotzdem, in unserer Liga weiß man ja alles sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp. Da können Kleinigkeiten dann am Ende des Tages
bei jeder Partie entscheidend sein und natürlich, ja, hoffe ich klarerweise, dass ja, das Ganze in die richtige Richtung dann ausschlägt und unsere Blackies sich die 3 Punkte unter den Nagel reißen. Also, bevor ich das Video beende, würde ich mir natürlich noch gerne wünschen, dass ihr mir wie immer in die Kommentare schreibt, was sagt ihr zu den Abgängen von Marisic und von Lackner, generell, was soll, was muss bei Sturm noch passieren, welche Positionen sind für euch da wirklich im Fokus, wo man unbedingt noch was tun muss. Der eine sagt, ein Stürmer gehört nochmal her, der andere, klar, links hinten in der Innenverteidigung, also es gibt ein paar offene Fragen bei den Blackies. Und natürlich, wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr den Kanal supporten wollt, hier bei der Lenz TV, dann natürlich gerne abonnieren, gerne die Videos liken, teilen, die Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig, damit ihr da auch nichts mehr versäumt. Also, von dem her, war es das jetzt auch schon wieder von mir und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gamer-Burschen und... Bis dann. Ciao, ciao.